Wir werden nichts sagen, aber ich höre euch, ne? Und als ihr da hinten steht, macht es keinen großen Unterschied. Wag es. Komm schon, Claire. Ich hasse dich. Für das alles. Ich hasse dich. Jetzt komm, deswegen musst du jetzt noch bei dir hassen. Er meint es ja nur gut. Komm, tun wir die Ausrüstung weg. Ja. Ja. Gute Laune hier. Warum will Claire nicht mit uns kommen? Sie will? Keine Sorge, sie kommt schon mit. Dann sind wir zusammen? Ja. Lass uns heimgehen. Du musst dich vor deiner Prüfung morgen ausruhen. Okay, Kapitel 3. Am Abgrund. Boah, ich stelle mir das so komisch vor, im Weltall zu schlafen, wenn du da siehst keine Gehkräfte hast. Zu? Ja. Also schwerelosen bist. Das ist creepy, Claire. Mondbär! Ist nur zur Beruhigung. Was erhoffst du dir denn auf dem Mars, Cat? Gar nichts. Nett zu sehen, ich verstehe vielleicht? Schon, was du denkst, glaube ich. Manchmal ist das, was wir wollen. Es ist sehr schwierig, das Richtige zu tun. Ich glaube, Isaac hat's immer gut gemeint. Isaac? Du meinst Dad? Dad hat es gut gemeint. Ich will nur, dass du verstehst, dass er nicht immer gut darin war, das Richtige zu tun. Wenigstens versucht er, das Richtige zu tun. Nur ja, das aber ist von Bedeutung, oder? Er kümmerte sich um uns und konnte damals nichts tun. Ja, du hast recht. Dass ich ihn finden will, ist doch normal, nicht wahr? Ich muss sicher sein, dass, wenn wir dort sind, du das Richtige tun wirst. Ja, du aber bitte auch. Claire, Cathy, kommt mal zu uns ins Cockpit. Will immer das nur ein oder Claire, ist ihr Anzug? Ich will nur das Beste für die Mission. Und das mache ich auch. Okay? Die Blenden sind zu für etwas mehr Spannung. Denn was sich vor uns befindet, das begeistert, schockiert und entzückt vielleicht. Wieso? Was? Obwohl Outward die Bösen sind, haben sie etwas Erstaunliches gebaut. Okay, du musst sie trotzdem nicht lobpreisen. Okay. Da verpasst du mir einen Dämpfer, aber gut. Opera Team, das ist die... Das ist die was? Arche Labos. Okay, seht krass. Euch das an. Habt ihr schon mal solche Solarplatten gesehen? Sieht so aus, als hätten sie Standard-PV-Platten mit einer Art CSP-Schicht verbunden. Bitte was? Es scheint, als ob diese Platten die Solarstrahlen optimal bündeln, bevor sie die photovoltaischen Halbleiter treffen. Das erhöht die Effizienz, und zwar exponentiell. Wie kommt's, dass sie so fortgeschritten sind? Warum sieht sie verlassen aus? Sehen wir nach.
Sarah, Ryan, Anzüge an und bereitstehen. Kathy, vorbereiten zum Andocken. Ich übernehme den Andock-Vorgang? Ja, du bleibst an Bord der Zephyr mit mir. Jetzt führ den Befehl aus. Schade, ich habe mir die Arche eigentlich gern von innen ansehen. Bereit fürs Boarding? Überwacht bitte dieses Terminal. Okay. Kathy, CMG und Pitt sind für manuelle Steuerung freigegeben. Bin dran. Wegpunkte 0 und 2 sind berechnet und definiert. Abbrechen von Wegpunkt 2 nicht automatisch. Letzte Go-No-Go-Abfrage an Wegpunkt 2. Kathy, los. Okay. Was muss ich jetzt genau machen? Achso, da oben einfach irgendwie hin. Spacebar nach oben bewegen. Wegpunkt 1 erreicht. Beginne Manöver zu Wegpunkt 2. Verstanden. Nach unten. Wie komme ich hier? Immer langsam, Cat. Ich komme ja nicht nach unten. Okay, probieren wir das nochmal. Also, WS, rückwärts A, D-seitig bewegen, Spacebar nach oben. A, Left Steuerung. Okay. Komm, wir kriegen das hin. SAB vorher. Wegpunkt 1 erreicht, beginne Manöver zu Wegpunkt 2. Verstanden. Ein bisschen höher noch. Letzter Wegpunkt. Beginne Vorbereitungsphase. Letzte Überprüfung. Schaut doch sehr gut aus. Bereit. Bereit. Verstanden. Kathy, du schaffst das. Ja. Besser ausrichten. Jetzt einfach schön langsam. Ich glaube, die NASA hatte ja für das hier auch schon mal so einen Simulator rausgebracht. Wo man das Andock-Manöver mal ausprobieren kann. Nein! Haben wir es geschafft? Ja, das sieht gut aus. Ach Mann, ich will auch in diese Gigastation rein. Andocken abgeschlossen. Bestätige. Sauber angedockt, Kathy. Danke. Danke. Jetzt, dass mein erstes Brian, Mal gewesen Sarah, ist. Ihr dürft das Schiff betreten. Davon sind wir ausgegangen. Wir sind schon auf dem Weg. Verstanden. Später bekommt ihr einen Tadel für Ungehorsam. Ich trage das Urteil mit Würde. Ich kann das mit Ihnen untersuchen. Wir brauchen nur ein... Das ist nicht nötig. Es ist auch nicht nötig, hier zu bleiben. Kathy, respektiere meine Befehle. Du bist meine Schwester. Deine Kommandantin. Verstanden, Sarah. Kathy kommt jetzt rüber. Yes. Dankeschön. Ah, komm, nach unten. Okay, interessanter Durchgang. Wo sind die jetzt hin? Ich docke Ayla für dich ab. Ich schicke sie rüber. Verstanden. Hey, meine Hübsche. Hi? Okay, also wirklich frei umhersehen können wir uns eh nicht. Ah, da geht's weiter. Ist das auf dem ganzen Schiff so ruhig? Soweit ich weiß. Ja. Sieht ganz so aus, als wäre das... Listenuniform von Outward. Und die Ladung ist halt auch hier nicht gesichert. Ah, die Tür schaut nicht mehr so gut aus. Bitte nicht zugehen. Dankeschön. Alter, wie könnt ihr nur so schnell sein? Wow. Oh, krass. Ella, siehst du das?
So viele Kryokapseln an einem Ort. Aber halt ohne Person drin, oder? Ja. Und ein, zwei davon sind defekt. Ein Hologramm. Hier. Woher hast du diese Daten überhaupt? Hast du Geheimnisse vor mir, Ayla? Schauen wir uns das mal an. Was genau? Hä? Soll ich denn das machen? Ich verstehe das Puzzle jetzt nicht so ganz. Das ist ein Positionsspiel. Halt, jetzt war es gerade drin. Ach man, komm, komm. Kann es doch nicht sein. Wie funktioniert denn der Scheiß? Nicht mehr. Ja, komm, und jetzt das andere noch. Komm. Komm. Ach, komm jetzt. Nein. Okay, endlich. Boah, ist das ein dämliches Rätsel. Oh, okay. Rosa? Ihr könnt mich loslassen. Ich werde schon nichts tun. Entschuldigung, Anweisung von Direktor MacArthur. Outwardian, willkommen zum Neuanfang. Wir sind wahrer Größe, so nah. Wir sind das Ergebnis von 1000 Jahren technologischem Fortschritt. Die Erde war einmal. Sie wird sich nicht von durch uns zugefügten Schaden erholen. Doch jetzt haben wir die Chance, die Geschichte zu korrigieren. Eine Zukunft ohne Konflikt, ohne Spaltung, unberührt von Schwäche und Zweifel. Wir haben Wissen und Kraft, um eine nachhaltige Utopie zu erschaffen. Ein Ort für euch, all eure Kinder und Enkel. Mit meinem 5-Jahres-Plan schaffen wir eine beständige Basis für Outward. Gemeinsam. Und Arche Vita? Brauchen wir dafür nicht alle 3 Archen? Den Verlust der Arche Vita werden wir verkraften, wenn wir hart arbeiten, um sie zu ersetzen. Doch nur gemeinsam können wir Erfolg haben. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, scheitern wir. Wenn wir einander bekämpfen, werden wir scheitern. Bei diesem epischen Unterfangen sind wir nur so stark wie das schwächste Glied. Also, Menschen von Outward, wir stehen an der Schwelle. Gemeinsam können wir etwas Besseres schaffen. Sammelt eure Sachen und macht euch für die Landung der Arche Habitas auf dem Mars bereit. Aufbruch in 2 Stunden. Ja, ich bin schon mal gespannt, was da jetzt wohl schief ist. War die Aktion wirklich nötig? Was wolltest du durch das Umlenken des Schiffs erreichen? Rosa, ich will dich nicht zur Mitarbeit zwingen, aber... Sag das deinen Leuten, die mich eskortieren. Es tut mir wirklich leid, aber wir brauchen dich. Outward braucht dich.
Deine medizinischen Kenntnisse sind unabdingbar. Das Leben aller hängt davon ab. Ich gebe mein Bestes. Danke. Ich mache das nicht für dich, William. Okay. Rosa und die anderen. Ayla, wenn sie es an die Oberfläche geschafft haben, sind sie vielleicht bei Dad. Ja, das wollen wir sehen. Ayla, ich trage das hier selbst in mein Astro-Tool ein. Also streich das aus deinen Backups, okay? Den anderen sagen wir später Bescheid. Erst suchen wir Dad. Also hier einfach wieder raus, weil da oben geschlossen. Ayla, wo bist du? Wo bist du? Okay. Ah, das wird eine kaputte Tür. Also ist der Weg wieder retour. Das ist Aufgabe, ersetze die. Also einfach weiter erkunden. So. So ist besser. Ah. Sind neue Türen aufgegangen oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Ja, hier ist aber zu. Ich komme hier nicht rein. Moin. Ja, Strom, Werkzeug. Ist aber vielleicht doch retour. Schneiden kann ich halt auch nicht. Aber ich werde schlecht, wenn ich mir jetzt so oft drehe hier. Der Marker geht hier rein. Na, okay. Ich gehe dann mal zurück in die große Kammer. Vielleicht gab es ja oben doch wie irgendetwas. Machen wir ja auch nirgendwo hin. Machen, da einfach mal so ein bisschen rumzuschweben. Aber ich glaube, das Verletzungspotenzial wäre schon ganz schön groß, wenn man da mit Fullspeed durch die Gänge fährt und dann eventuell irgendwo dagegen ditcht. Warum bist du da so an? Kann man da was machen? Ah ja, F. Looks me. Der Dad hat am 23. Geburtstag. Keine Sorge, ich habe ihm ein Geschenk von dir gekauft. Wäre cool, wenn du Zeit für einen Videocall hättest. Hallo Mom! Ich weiß, ich rufe an und singe ganz schrecklich für ihn. Und danke, dass du das Geschenk besorgt... dass du ein Geschenk besorgt hast. Ich war so beschäftigt, dass ich keine Zeit dafür hatte. Du musst echt aufhören, das Emoji zu schicken, Mom. Das ist... Was? Du hast keinen Schimmer, wie man das benutzt. Tut mir leid, deine Mama zu alt für sowas. Major... Was, Major? In den Nachrichten sagen sie, dass sie die Energie vom Mond nicht mehr fließt und dass sie alle durchdrehen. Wie trifft man dann? Dein Astro-Tool funktioniert noch. Du hältst meine Nachrichten. Bitte antworte mir. Mio. Ich erreiche dich nicht. Bitte ruf mich an. Wir sind Krankversorge. Kuss. Immer sagt uns, was los ist. Ich melde dich einfach und... melde dich einfach und sag, ob es dir gut geht. Wo bist du, Major? Bitte. Mio. Was sollen wir ohne dich machen? Bitte. Oh. Hm. Sagt genau das gleiche wie ich. Er ist auch offen. Ah, jetzt da ein bisschen rein. Ah, okay. Hier wäre es also doch weitergegangen. Moment. Vermerkt. Potentia, die Technologie ist viel weiter vorgeschritten als unsere. Leute, der Solarenergietransformer der Arche. Diese Paneele haben 90%ige Effizienz. Was? Die besten, die wir in den letzten 20 Jahren gebaut haben, kommen nicht mal auf 40. Sarah, kannst du Daten zum Netzwerk finden? Die können wir als Beweis mitnehmen. Bin dran.
Oh, Sportlabor. Wenn das stimmt, hat Ryan den fortschrittlichsten Energiewandler der Menschheitsgeschichte gefunden. Warum funktioniert er da nicht? Da ist es ja. Er funktioniert. Aber sie haben ihn ausgeschaltet. Und warum? Was ist das hier? Oh, genau. Die Tür zur Brücke ist verschlossen. Da müssen wir ein wieder Streampunkt sollte sie öffnen. Verstanden. Gebt uns Updates. Warum baut man das denn so? Okay, wir brauchen noch so ein Teil. Schneiden. Lass mich raten, und jetzt müssen wir mit dem Teil. Okay, na, das muss da drin bleiben. Aber mit dem Teil vermutlich auf die andere Seite. Ja, klar, jetzt ist hier zu. Ach nee. Okay. Ich habe eine Idee. Die müssen sich kreuzen. Moment. Einmal so. So, und das Teil. Ist da so. Na, komm jetzt. Und jetzt, können wir das hier so machen. Bin durch. Gute Arbeit, Kelly. Ja, jetzt weiter zur Brücke. Ah, das wäre so ein geiler Ort für Alien. da liegen Trümmer rum oder sowas in der Art. Wow. Naja, okay. Ich bin auf der Brücke und hier liegen überall Trümmer herum. Klingt fast glücklich. Um ehrlich zu sein, ist das Chaos ziemlich... groß. Schön. Jetzt tu nicht so cool. Kannst du die Ursache erkennen? Ich sehe mich mal um. Das sieht noch alles halbwegs normal aus. Ah, oh, das wäre sicher so cool, hier auf der Brücke zu arbeiten. Diese Tür leuchtet nicht. Mich hier rauf? Nö. Naja, also ehrlich gesagt sieht hier alles halbwegs normal aus, außer dass es hier halt ein bisschen voll mit Trümmern ist. Hier sind die Notfalltüren aktiviert worden. Dann wurde dahinter die Hülle beeinträchtigt. Also ist das Schiff verlassen, weil die Besatzung ins All gesaugt wurde? Klingt plausibel. Alle? Hinter diesen geschlossenen Türen liegt die Antwort. Die wir nicht erreichen können. Nein, wohl nicht. Status des Brückenhauptterminals? Welches ist das? Das hier? Das ist ja schön in der Mitte, aber nein, das scheint es wohl nicht zu sein. Ja, aber das macht irgendwie gar keinen Sinn, wenn halt nur diese eine Tür da oder die Hülle da hinten ein Problem hat, dass dann das ganze Schiff hier leer ist. Was ist das Hauptterminal? Was ist jetzt das hier? Ah. Wandler, ich muss die MPT-Wandler reparieren, bevor das Schiff wieder Energie hat. Das zeigt auch die Analyse. Die MPT-Schüssel bekommt keine Energie von den Batterien. Das Betriebssystem des Schiffs ist wirklich gut geschützt. Aber ich glaube, so öffne ich eine Tür hinter dir. Und zwar... jetzt. Kaffee, die Energiezufuhr der Archer hat Priorität. Bin dabei. Okay. Ist jetzt wieder ein Außeneinsatz?
Okay, hallo. Wir können die Verbindung zur NPC manuell wiederherstellen, aber ganz einfach wird das nicht. Ein Knopfdruck reicht wohl nie, was? Das Design ist fast schon bewusst sperrig, als ob man zwei Menschen hier oben zum Überwachen und einen unten zum Starten braucht. Ausfallsicherung? Kathy, du musst sie in bestimmter Reihenfolge verbinden. Ryan, welchen Sicherheitsspielraum haben wir hier? Von Sicherheit kann hier keine Rede sein. Sind wir uns da einig? Unser Ziel ist es, Lavos zum Laufen zu kriegen. Wir haben keine andere Wahl. Kathy, sei bitte äußerst vorsichtig. Ja, ja. Achtung an alle. Sind wir bereit oder nicht? Bereit? Bereit. Bereit. Okay. Kathy, viel Glück. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier mal auf die 1. Das sieht gut aus. Cool. Oh, da müssen wir jetzt echt viel verbinden. Ja, wie kommen wir da jetzt auf die 2? Immerhin ist jetzt das da hinten aufgegangen. Yeah, mehr Labyrinthe. Ich glaube, das war nicht so gut. Das war ein Chaos. Der Riss hat einiges durcheinander gebracht. Ich würde ja irgendwie. Okay. Ich muss ja nicht alle kaputt machen, oder? Nur die auf meinen Weg hier. Komm, lass mich lasern. Komm, lasern. Ah, come on. So nah war ich gar nicht dran. Okay, sehr gut. Da ist hier dieses Tor hier irgendwie aufmachen. So, kleiner Mann, mach auf. So, 2 und 3 haben wir hier schon mal. Sehr gut. 2. War da nicht noch ein zweiter? Ach doch, da. Klasse. Muss ich hier noch irgendwo weiter? Das war der Raum hier, oben, unten. Ne, ich glaube, hier geht es nicht mehr weiter. Dann gehen wir hier raus. Komisch. Also, wir müssen noch durch diese Tür da. Und die kriege ich wie auf? Moment, bin ich da schon lang? Ja, oder? Ich bin gerade verwirrt. War das der Weg, wo ich herkommen bin? Hätte ja. Ja, das sind die 2. Kann ich halt einfach auch nichts mehr machen. Ich meine, das Tor hat es hier, aber das ist halt fest verschlossen. Und hier ist auch Dead End. Wie ein Knöpfchen. Oben ist noch was. Vielleicht einfach auf, wenn ich hingehe. Ach, schneiden. Moment mal. Konnte der tatsächlich irgendwas schneiden hier? Komm, mach das nochmal. Hier nach oben.
Nein, geh da ran. Was schneidest du da? Komm, dann mal schön langsam nach oben. Das ist auch nicht die Lösung. Vielleicht hier oben noch woanders hin. Das ist wieder der Ausgang. Und zwei Seiten haben wir Saft. Vier. Dann wäre fünf. Wie komme ich da bei dir rein? Überfragt. Es ist blau, aber geht nicht auf. A, B, C. C wäre eigentlich da hinten. Also rechts von dem Teil hier. Und da ist aber zu. Es wird ja auch nicht sein, dass wir jetzt hier irgendwie alle von denen da kaputt machen müssen. Kannst du mal probieren. Das war's. Scheint es aber nicht gewesen zu sein. Mit der kann ich auch nichts machen. Mann! Was übersehe ich hier? Hm. Ich bin wirklich überfragt. Na gut, liebe Leute. Ich mache an der Stelle mal ganz kurz eine kleine Aufnahmepause. Für euch geht es gerade direkt weiter. Also, bis gleich. Okay, da bin ich wieder da. Und ich weiß jetzt auch, wie es weitergeht. Denn hier in dem Raum B, da hat sie dieses runde Ding. Und da kann der Roboter hier rein. Sein Haustier. Das habe ich komplett übersehen. Also, probieren wir es mal. Taschenlampe? Ja, Lampe. Ah, oh, danke. Okay. Ah, machen wir das zum Aufmachen. Cool. Können wir mit dir gleich noch woanders hin? Ah, da ist auch offen. Du kannst aber hier durch die Wände gucken. Oh, ich kann hier nicht dagegen. Okay. Das heißt, hier ist jetzt offen. Wie viel ist verbunden? Eins, zwei. Moment, da ist noch mehr. Eins, zwei. Drei. Wir brauchen jetzt vier. So. Vier. Ja, weiter so. Danke. Und die fünf. Komm einmal drehen. Oh mein Gott, das ist so schlimm im Weltall. Korrekt. Schließe den nächsten an. Ja, Moment. Ich glaube, das stimmt nicht. Okay. Ja, weiter so. Also. Wo war jetzt das andere? Ach, hier. Aber wir sind kopfüber. Einmal drehen. Ah. Und hier hat es was zum Aufschneiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Links oben. Mach das gut, Ken. Weiter. Cool. Warum baut man sowas Umständliches nur?
Danke. Was ist jetzt? Antrieb. Okay, irgendeiner war, glaube ich, noch nicht aktiv von den Räumen. Da müssen wir hier nochmal rein. Wo bist du? Der da hinten. Das müsste jetzt aber gewesen sein. Ich glaube, das war's. Verstanden. Diagnose? Alles innerhalb der Sicherheitsparameter. Hier sieht alles gut aus. Gut gemacht, Cathy. Danke, Sarah. Alles klar. Cat, geh zur Brücke und greif aufs Terminal zu. Ja, einen Moment, bin dabei. So, Spaßkugel. Bist du auch mit dabei? Ja. Opera Team, Archelabus ist funktionsfähig. Glückwunsch, Team. Jetzt noch zwei Archen. MPT-Diagnose, Ayla? Ayla? Ja? Diagnose? Also, was jetzt? Stell den Strom auf der Arche wieder her, starte eine MPD-Verbindung neu. Ach, da vorne. Claire, die MPT ist wieder voll funktionsfähig. Stelle erneut eine Verbindung zur Oberfläche. Nein! Was? Nein, Cathy. Wir wissen nicht, was dort ist. Wenn du die MPT-Verbindung herstellst, sind wir für alle auf der Oberfläche sichtbar. Denken, dann handeln. Verstanden. Klar. Opera Team, zurück zu Zephyr 3. Wir suchen nach den anderen Arschen. Ach man. Also ich hätte das trotzdem eingeschalten. Aber gut, wenigstens eine Arche haben wir, die wir halt irgendwie retten können. Wo die Menschheit dann zum Mars kann. Sofern das eine gute Idee ist. Eintrittsführung erfolgreich neu optimiert. Vorbereitung Landung. T-minus 2 Minuten bis Reisestufentrennung. Alle verstanden? Verstanden. Verstanden. Tut mir leid, wenn ich übertrieben besorgt tue. Ich bin ja nicht Mom. Was ich meine ist, jetzt bist du ja groß. Und ich vertraue dir. Danke. Kommandantin. So, und jetzt gilt's, Opera Team. Wenn die Bremszündung nicht klappen sollte, wissen wir, was zu tun ist. Starte Zündung. Ja, das war nicht so gut. Ausfall bei der Dreiachsenstabilisierung. Geringe Geschwindigkeitsänderung. Die Schubkrafteffizienz ist gleich null. Ausgleich nicht möglich. Und die tertiären Schubdüsen? Weg. Impulsabbau ist fehlgeschlagen. Massenauswurf bringt nichts. Wir verlieren die Kontrolle. Verstanden. Opera Team, alle von Bord. Ryan, Sarah, Laderaum, Fluchtkapseln. Cathy und ich probieren noch ein Manöver. Cat, hörst du mich? Du schaffst das. Und was genau wollt ihr jetzt machen? Yeah, ich bin on. Wie? Wie denn? Ach, die Dinger wieder. Okay, Gas geben. Jetzt? Okay. Winkel berechnet. Gib sie ein. Über was? Über was? Was 10, 25? Das erste ist 10. Andere ist 25.
20. 60. Und einmal 40. Komm. Boah, jetzt gibt mir ja noch Stress hier. Wetten nicht? Du wirst doch garantiert jetzt drauf gehen, oder? Warum? Ausrüstung gesichert, ASI ist gespeichert. Claire, komm endlich rüber. Verstanden. Aktiviere jetzt Autostart. Autostart für Fluchtkapseln 1 und 2 wurde initiiert. Kapsel sofort betrieben. Okay, wir sind drin. Und, schafft sie es? Na, sie kommt natürlich nicht. Warnung. Automatischer Verschluss von Kapsel 2 steht bevor. Claire, komm. Claire? Claire, los, mach! Ich komme jetzt! Wird zu spät sein. Ja. Ich hab's so gewusst. Was zum... Ja, war ja so klar. Sofort stabilisieren, mit was? Ah. Ich glaube, das ist nicht gut. Was muss ich machen? Ist nicht mehr viel zum Boden. Muss ich noch was machen? Okay, komm.
komplett abschmieren. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das wird härter. Au. Naja, aber... Aua, 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 aua. Tja, jetzt sind wir zwar unten, aber jetzt bräuchten wir halt Sauerstoff unter der Station. Ansonsten sind wir jetzt echt gefickt. Boah, ich dachte gerade, mein Wecker ist abgegangen. Nein! Unser Haustier! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.